Hallöchen, ihr Banausen da draußen und damit ein herzliches Willkommen zurück zu einer Runde 7 Days to Die mit dem lieben Dragol und der Exilikorn ist auch dabei. Guten Tag. Hallöle. Servus. Hey. Lenk mich nicht ab, ich bin hier am Kämpfen. Er soll den Knüppel an überziehen hier. Er wird auch noch frech, gibt er gar nicht. Ich hatte gerade einen Hirsch gesehen irgendwo. Wir brauchen nur noch ein bisschen Leder. Hm. 10 hatte ich ja schon gesammelt. So, schau wie Kopfschuss. Was war das denn? Hm. Habe ich dir schon erzählt, dass mit 14.4 die Waffenungenauigkeit für Bögen... Sag doch einfach, die Dingens ist... verändert worden. Warum kann ich jetzt die Waffe nicht mehr wechseln? Hallo, gerade jetzt. Dass der Pfeil jetzt im Bogen fliegt. Echt? Ja, jedenfalls sah der gerade so aus. Nee, ich weiß, dass du auf jeden Fall diese... Bin ich jetzt so blöd zum Treffen oder so? ...Möglichkeit hinzugefügt haben. Aber dann haben sie die aber extrem erhöht. Gab's jetzt habe ich getroffen. Und Crossbows. Jetzt habe ich nochmal getroffen. Drauf. Jetzt ist er tot, alles klar. Last. Ja, schlitz ihn auf. Achso, ich war gerade nur kurz auf eine Exkursion, um Wasser zu holen. Dabei habe ich noch ein Hunting Knife gefunden. Ich kann nicht alles mitnehmen. Nee, ich bin zu teufel. Da liegen noch 2 Fleisch. 3. Habe ich irgendwas, was ich wegschmeißen könnte? Ich habe noch überhaupt einen Flasher, kann ich glaube ich wegschmeißen. Damit kannst du ja glaube ich sowieso nicht viel machen. Was ist das? Da kannst du gar nichts machen. Da liegen noch... Large Bones rum! die liegen aber cool. Ja. So. Reicht das jetzt? Wie viel Animal Hide war das? 9. Scheiße, fehlt immer noch 1. Gibt's ja gar nicht. Da werden ja bestimmt noch irgendwie ein Tier finden. Mist. Die streunt ja noch so genug rum. Ja. Ich habe letztes Mal versucht, ein Schwein zu erlegen. Ich habe das nicht geschafft. Weil das kann dann natürlich sein, weil er sagt, dass sie die Mechanik gut geändert. Dass ich dann einfach nicht getroffen habe. Ja. Herr Wilz, ich habe gerade einen Köter auseinandergenommen. Ich habe jetzt noch 4 im Inventar von den Animal Hides. Ja, ich glaube, wir finden genau auch jetzt, glaube ich, eins gleich. Ja, oder die Köter kommen. Oder die Köter kommen. Was hat denn hier? Sieht aus wie eine Plantage hier. Kacke, könnt ihr mal in die Stadt zurückkommen? Hier ist eine Wanderhorde. Wir sind in der Stadt. Eigentlich schon, ja. In der Tankstelle. Oder, nee, Quatsch. Drinks and Shakes ist das, ein Diner. Ja, McDrive. McDrive. Oh, diese beschworten Epileptiker-Zombies. Hör auf zu zappeln, Alter. Wie ich das hasse. Ist natürlich klar, jetzt sucht man was. Jetzt findet man wieder nichts. Gucken auf die Hauptstraßen, da gammeln ziemlich viele Hasen rum. Also. Ach, da ist ein Schwein. Viele. Toll, ist gerade hinter einem Haus gelaufen. Da läuft's. Okay, die Wanderhorde ist platt. Was ein Hörtchen. Boah, das war ein Kopfschuss. Aber voll. Nicht in die Spikes laufen. Mach da doch. Toll, jetzt ist es in den Spikes verreckt. Ja, ist doch wurscht, das Ergebnis ist das gleiche. Ja, aber da kommt der Banause nicht mehr dran, ohne selber drauf zu gehen. Nee, doch, geht schon. Sollen wir das Rippchen hier liegen lassen? Ach ja, stirbt bestimmt. Das ist ein Spare Rip. So. So, jetzt haben wir genug.
Jo. Noch so wird es gerade dunkel. So langsam. Joa. Bockst du an? Yep. So. Erstmal das krüppelige Fleisch weg hier. So. Achso. Da können wir schon mal das Wasser machen. Stimmt, da war ja was. Hört ihr das? Hm? Nö. Also ich höre nichts. Ich schieße nämlich gegen eure Fenster. Naja. Hm. Jetzt. Jetzt habe ich doch gehört. Ja, okay, da muss man also mit der dicken Wumme ran. So, so. Ah, die Glasscheiben wurden auch wieder gefixt. Die gibt's jetzt auch wieder. Weil vorher war es ja irgendwie so bloß gebrochenes noch was. Ich habe heute schon einen Fernseher hingegangen. Hast du schon gesehen? Ich habe sogar so einen fetten. Stimmt. Ja, das habe ich auch gesehen. Ja, wir haben nur so einen kleinen. Gibt nur einen Nachteil. Die funktionieren nicht mehr. Das ist ja egal, ob sie haben. Ja, das wär's noch, wenn da irgendwas zum Bild kommen würde, das wäre ja mega cool. Ja. So wie bei Sims. Einfach irgendwas. Ja? In dem Fall wären Nachrichten mal cool, weißt du? Ja. Ja. So, das. Erstmal das wegpacken wieder. Deine Kiste ist noch gelockt. Oh. Moment. Da war ja was. Ja. Was ist denn da drin? Geier, ey. Wer ist ein Geier? Du. Wieso? Ach, nur so. Mein Gott. Da hat eine Animal Fett drin. Und Futter. Ach, hier aber noch Shotgun Parts, ha? Und den anderen Gemüse hier pack mal weg. Jo. So, ich geh mal kurz. Ach, hast du das schon abgebaut, ne? Ja. Moment. Ja, ich mach ihm welche. Ist ja kein Problem. Ich mach ihm selber welche. Ja, Frames kann man nie genug haben. Ja. Das stimmt. Ja, ich wollte die. Ich habe nämlich auch noch 3 Seeds gefunden gehabt gerade. Die setze ich mal kurz dahin. So, Vorsicht, die Mutter der Porzellankiste, ne? Ich kenne mich. Da ist mal 3 Bäumchen gepflanzt. Passt. So. So. Ich bin mal fix ein Zigarettchen rauchen, bevor die Nacht einsetzt. Jo.
Mach das. So. Wo bauen wir denn an? Hier fehlt automatische Sortierung. Was? Hier fehlt eine automatische ME-System. Sortierung. Mhm. So. Das haben wir auch. Können wir ja mal ein bisschen Tee kochen, ne? Ja, wir sind. Warte mal. Dann machen wir uns doch einfach mal... davon ein bisschen. Und davon ein bisschen. Mhm. Ach, das ist ein Water machen. Ja. Du machst das schon. So. Ich denke. Oh, ich habe nur 16 Punkte available. Jetzt, wo du sagst. Boah, Sexual Tyrannosaurus. Ja. Okay, okay, okay. Treasure Hunter. Okay. Mhm. Ich weiß es noch nicht. Haha. Haha. Ja, ne? Eine Forge. Ui. Schön. Mhm. Lass mal schon Eisen reinlegen. Jo. Schon mal ein bisschen schmelzen hier. Mhm. Achso, Clay muss man noch da rein tun. Okay. Ja, kein Ding, habe ich. Na dann. Habe ich. YouTube. Ja gut, Ford steht. Das ist schon mal schön. Schon mal ein Erfolg. Ja. Mhm. Ja, dann nächstes Jahr dann sowieso der Zementmixer irgendwann. Genau. Und Mine bauen. Ja. Zeiteisen sagt 20.39 Uhr, da leistet maximal eine Stunde noch. Ja. So, dann macht er immer ein bisschen Forged Iron, weil ich glaube für die Pickel braucht man 5. Ja. Ja. Passt, habe ich gleich. Ah, da ist er wieder. Was sollen wir die Mine hier unten? Hier irgendwie reinkloppen oder so? Hier runter? Hm? Ihr habt ja dasselbe Gebäude wie ich, oder? Ja.
Da gibt's neben der Treppe direkt einen Raum, wo eigentlich nichts drin ist. Ja, richtig. Den meine ich auch. Ja, da habe ich meine auch reingesetzt. The item is broken! Ja, mal lappen. Da ist schon die Axt kaputt hier, ey. Das ist doch nicht wahr. Immer dasselbe. Öfter mal was Neues. Ja. Brauchst du auch noch eine Pickaxe oder hast du eine? Ich hab eine. Okay. Pickaxt. Ja, ich fange da mal an, mich zu euch durchzupixen hier. So. Ey, mach mal, ich mach's mal einer Licht. Also ich weiß ja nicht, wie ihr das macht, aber diesen Survivor-Quatsch, den tue ich nicht. Das wäre zwar geil, weil der Wellness-Gain steigt dadurch ein bisschen, allerdings verlierst du weniger Hunger. Kann man die auch kaputt machen? Ach ja. Und wenn du weniger Hunger verlierst, dann wird irgendwann das Essen quasi fast schon überflüssig und das wäre ja auch doof. Ja, das stimmt. Da brauchst du ja im Prinzip nichts anpflanzen und so. Ja, eben. Könnt ihr ja auch mal tun. Ja, es ist wirklich dunkel. Ja. Wo willst du anpflanzen? Erstmal vor der Tür. Wahrscheinlich. Dann zäun das ein, weil sobald die Zombies drüber rennen, ist die Sache im Eimer. Das ist klar. Ja, bei meinem ersten Versuch war das nicht ganz so klar. Jeder fängt mal klein an. Ja, eben. Ja, ja so. Auch ein Pflänzchen fängt mal klein an. Ja. Ja, den Grund zum Boden gestampft, im wahrsten Sinne. Erstmal das Kleinhaken hier. Erstmal eingezogen, erstmal kaputt kloppen. Hast du keine Feuerex? Doch, die ist kaputt. Oh. Du hast deine gerade weggeschmissen. Ja, das ist meine zweite. Achso. Kannst du haben, ist das Angeber. Das ist meine zweite, sagt er. Habe ich eigentlich drei. Das ist meine zweite, sagt er. Dafür habe ich zwei Wrenches da. Wenn du noch Mining Helm brauchst, Banause, ich habe noch zwei, also einen kann ich dir abtreten. Na, noch geht's. Noch ist erstmal der Anfang. Vom Buddeln. Ja, ich bin aber davon abgekommen, das mit Fackeln zu machen. Das geht mir tierisch auf den Keks. Man ist halt Licht auch noch begrenzt und bla und so ist und. Nee, voll nicht. Das ist meine Schaufel Hände kaputt. Schaufel. Ah, apropos Schaufeln. Wo du sagst Schaufeln, da ist der Sexual Tyrannosaurus Kill optimal für. Weil der hebt den Ausdauerregeneration, gibt der an. Ja, habe ich gerade gelesen, ja. Ist aber verhältnismäßig echt teuer, muss ich sagen, bis du den vernünftig hochskillen kannst. Das dauert. Wobei ich zugeben muss, selbst der erste Punkt, der macht sich deutlich bemerkbar. Oder da schaufeln sie immer Kohort hier. Ich kann mir eine eigene Schaufel machen. Ist ja gut. Du hast gewonnen.
das Eisen mal fertig? Ja, fast. Was kostet die denn überhaupt? Kurz gucken. Schaufel kostet, glaube ich, 4. Ja. Dann hätte ich gerne einmal 4 Stück, bitte. Dankeschön. Ich muss sagen, die Workbench, die lohnt sich, wenn du irgendetwas tonnenweise produzieren willst und den Kram nicht in deiner Quick verschwendet haben willst. So rum. Das ist ziemlich cool. Ansonsten ist sie echt sinnfrei. Finde ich schade. Ich habe gehofft, dass da neue Rezepte mitkommen. Aber leider noch nicht. Jo, man kann halt nicht alles haben. Klar kann man. Aber die Farmpimps, die haben gerade andere Prioritäten. So. Aber ich würde sagen, wie wir die Mine ausheben, das sehen wir in der nächsten Folge. Denn die Folge ist schon wieder vorbei. Leider. Zeit vergeht immer ganz schnell. würde ich sagen, wie immer, wenn euch die Folge gefallen hat, lasst ein Like da, lasst ein Abo da, lasst einen Kommentar da. Guckt beim Exilicorn rum. Der ist ja wieder dabei. Link ist immer in der Videobeschreibung und bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschö. So, erstmal Werbung machen, damit du auch ein paar Abonnenten kriegst.